Servus Norman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jaunen Adventskalender. Katzen, guck mal. Ich werde das so vermissen. Ich werde, glaube ich, einfach nur diese Box aufheben, weil die jedes Mal bei dem Geräusch ankommen. Was haben wir denn heute Leckeres drin? Oh nein. Und ein Zindus Lieblingsessen. Guck mal, Zindus. Zindus, guck mal. Rate mal, was hier drin ist. Wir haben heute was ganz Lustiges für euch vorbereitet. Und zwar habt ihr ja schon mal in dem Video gesehen, dass wir den Katzen so einen coolen Brunnen gekauft haben. Und, Alter, Zindus riecht das Zeug schon wieder. Und hat gerade Luna alles alleine gegessen. Hier, Zindus. Und die, wir haben ja gemerkt, dass unsere Katzen zum Teil auf Wasser abfahren und zum Teil finden sie es ganz furchtbar. Und wir haben gedacht, das probieren wir doch mal genauer aus und geben den Katzen einfach mal ein Waschbecken mit Wasser und gucken, wie sie drauf reagieren. Zindus ist so eine wüste Katze, ehrlich. Und wie ihr seht, es wurde ja auch in den Kommentaren gefragt, ob die Katzen sich dran gewöhnen, wenn sie so ein Glöckchen umhängen. Ja, sie gewöhnen sich dran. Zindus, weil sie so wild ist, haben wir ihr das Glöckchen jetzt einfach auf Dauer umgehängt. Ne? Findest du toll. So, euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Wasservideo, während ich mich hier umbringen lasse. Macht's gut, tschüss. Nein, halt, bis gleich. So, wollen wir mal gucken. Au, wie Zindus mit Wasser umgeht. Au, da ist dein Waschbecken. Geh. Ja, das klappt ja super. Uah. Guck Na? Mal, wie findest du Wasser? Guck mal. Das war ja elegant. Zindus! Zindus! Komm mal her! Miu! Wasser, guck mal, Wasser! Normalerweise macht Zindus doch Wasser. Das ist jetzt nicht so cool, glaube ich. Sie wägt, glaube ich, gerade ab. Ja. Wasser oder Dübel? Ich helfe dir mal. Nein, voll gemein. Ah, ich glaube, das macht überhaupt nicht. Ah, verdammt. Zum Trinken. Piri, guck mal, Piri, das ist Wasser. Was hat denn Piri damit? Was hast du denn? Piri hat einen Dübel mitgebracht. Guck mal, Piri, Wasser. Wasser, du magst doch Wasser. Guck mal, wie schön das ist. Wo hat Piri den Dübel her? Der lag hier unten. Und dann hast du ihn einfach mitgenommen. Guck mal, Piri, machst du es gewaschen zu werden? Schön, oder? Ich mach das nicht so wie ich aus. Komm her, Piri, guck mal. Guck mal, Wasser. Und schön warm. Guck mal, ist das nicht schön? Guck mal, wie schön warm das ist. Piri macht das gar nichts. Oh, warmes Wasser, wie schön. Ne? Guck, sie schnurrt sogar. Was ist das denn? Oh, warmes Wasser. Was sie nicht platschen lässt, den müssen wir wieder nachher trocken machen. Und sie machen uns die ganze Wohnung nass. Piri, das Wasser darf man natürlich nicht einatmen. Piri, man kann Wasser nicht atmen. Das ist halt doch nicht so doof. Die ertrinkt uns noch, weil sie ständig Wasser einatmet. Ja, spiel, lass ihr doch den Dübel. Das hast du gut gemacht. Gute Piri, warte, Piri. Nein. Nein. Piri, komm mal her. Piri, komm mal her. Wir sind natürlich noch trocken, mal gewährt. So, Luna, guck mal. Tschüss. Dann ist es so eng. Luna.
Luna möchte nicht. Wie stehst du denn zu Wasser? Guck mal, Luna, Luna. Umbringen bitte. Guck mal hin, guck mal. War nicht so der Freund davon. Klatsch, Nase, Kalte, was machst du? Oh, das war's einfach. Bisschen selber. Die macht das aber auch so gut. Ja, ihr merkt, von der Reihenfolge würde ich sagen, Piri mag Wasser am meisten. Sie ist ja auch eine Bengal-Mix, die haben sowieso nicht so das Problem mit Wasser. Zindus, ja, die eigentlich am meisten mit dem Wasser gespielt hat, findet das ganz furchtbar. Gibt nichts Schlimmeres. Und Luna, ich glaube, Luna findet das nicht so super, weil sie so ein langes Fell hat. Aber sie hat sich nicht so sehr dran gestört, ja, wie manche andere Katzen. Könntest du jetzt mal aufhören, Zindus? Du gehst mir auf die Nüsse. Hier. Ja. Ich hoffe, ihr kommt morgen wieder, ja, da gibt es das nächste Glöckchen-Video, ja, mit der nächsten Katze. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis morgen und tschüss!